kann schwierig werden bei der Arbeit. Es gibt viele Herausforderungen, auch Belastungen, wo man wirklich sagt, Mensch, ich kann nicht mehr, das geht auch so nicht weiter und was kann ich dagegen tun? Und wir machen eben nicht nur Arbeitsschutz, sondern auch so Themen wie Stärkung der Gesundheit oder auch eben Stärkung der psychischen Gesundheit. Also mal weg von Körper, mal hin zur Seele, da gucken wir auch drauf. Und das machen wir mit unserer ASITA, mit unserer Arbeitssituationsanalyse. Da schauen wir in einem 2,5-stündigen Workshop gemeinsam mit allen Mitarbeitern, mit Ihnen, wo liegt das Problem? Was kann man verbessern? Was können wir auch gemeinsam vielleicht verbessern? Ist mir wichtig, mein Arbeitsumfeld zu verändern? Was möchte ich verändern? Liegt die Schwierigkeit an den Strukturen, an der Organisation, an meinem Team oder sogar an meinem Chef? Das kommt alles auf den Tisch. Und uns ist ganz wichtig, dass es auch im Raum bleibt. Es geht nichts nach außen. Und im nächsten Schritt erarbeiten wir auch konkrete Lösungsstrategien. Und dann hat man eben auch am Ende Ergebnisse, die man mitgeben kann und mit denen man auch weiterarbeiten kann. Und das ist ja das, was man auch braucht und was man sich auch vorstellt.